Ein Traum in Blond erscheint Mitte der 70er Jahre auf der Bühne des Pop. Debbie Harry zitiert den Mythos des Pin-Up-Starlets und den der Glamour-Lady. Und das als starke Frau. Ein Novum. Ein selbstbewusstes Sexsymbol, das auf die Massen wirkt wie eine Droge. Und eine ganze Generation erliegt ihrem Lockruf. Debbie ist die Art von Frau, von der Männer träumen. Wenn du Glück hast, wachst du auf und sie ist echt. Und du denkst, ich habe wirklich die Traumfrau getroffen. Sie war mehr als ein schönes Gesicht, viel mehr. Ihr Verhalten, ihr Aussehen, alles an ihr war Punk, ganz und gar Punk. Sie war eine Frau, die sich sehr über ihre Sexualität ausgedrückt hat und darüber die totale Kontrolle hatte. Sie ist für mich eine wahre Stilikone der 80er. Für mich ist Debbie die Marilyn Monroe des Rock'n'Roll. Das kannst du über keine andere sagen. 1979 erklärt man sie zur schönsten Frau der Welt. Debbie Harry, Frontfrau der Band Blondie. Ihr Sound sagt den 70ern Goodbye und läutet die 80er Jahre ein. Debbie Harry wird musikalisch und optisch die erste Queen des New Wave. Kein naives, dummes Blondchen. Aus diesen Augen strahlt kein Nimm-mich, sondern ein Fuck you. Eine Punk-Haltung zu haben und zu versuchen, stark zu sein, war damals so revolutionär, besonders für eine Frau. Eine Sache in der Pop- oder Rockmusik, die ich abgelehnt habe, war, dass Frauen von sich immer als Opfer sprachen. Opfer der Liebe, Opfer von diesem, Opfer von jenem. Das war nichts für mich, denn ich wollte kein Opfer sein, auch wenn ich es in gewisser Weise doch war. Aber ich dachte, es ist Zeit, dass sich das ändert. Am 1. Juli 1945 wird Deborah geboren. Ein ungewolltes Kind. Die leibliche Mutter gibt sie zur Adoption frei. Ein Paar aus New Jersey nimmt sie zu sich, als sie 3 Monate alt ist. Als Kind fantasiert sie, dass Marilyn Monroe ihre wahre Mutter sei. Sie wächst auf mitten im langweiligen Mief der 50er Jahre Kleinstadtatmosphäre. Des repressiven Konservatismus der McCarthy-Ära. Nightlife in New Jersey. Nachtleben in New Jersey. Ich glaube nicht, dass es das wirklich gab. Außer vielleicht ein paar Stadtfesten mit Tanz. In meiner Stadt gingen die Lichter aus, wenn es dunkel wurde. Erst fügt sie sich, kleidet sich standesgemäß für eine junge Frau und geht aufs College. Doch mehr und mehr rebelliert sie gegen das vorgeschriebene weibliche Schicksal, bei dem sich alles um Mann, Kinder und Haushalt drehen soll. Mit 20 der Ausbruch aus der Kleinstadt-Idylle. Downtown New York, in den 60er Jahren einer der Schmelztiegel der Kunst- und Musikszene. Mittendrin Debbie Harry. Zwischen dem Ende der Beatniks und dem Beginn der Hippie-Ära. Sie kellnert im Inn-Club Max's Kansas City, in dem Pop-Art auf Pop-Life trifft. Ich habe mich wie eine Fliege an der Wand gefühlt, als ich damals im Max's Kansas City arbeitete. Überall waren diese schillernden und großartigen Künstler. Und ich war nur eine junge Frau, die sich das alles angeguckt hat. Andy Warhol versammelte seine kleine Szene im Hinterzimmer. Viele Musiker aus New York kamen rein. Und ich erinnere mich, dass ich mal Jefferson Airplane und Janis Joplin ihr Essen gebracht habe.
Manchmal hatte ich die Chance, mit ihnen zu reden, während ich ihnen ihr Steak servierte. 1967 bricht an der Westküste der Summer of Love aus und der Geist der Hippie-Bewegung schwebt bis nach New York City. Mit 22 schließt sich Debbie Harry der Folkband The Wind in the Willows an. Musik, die inspiriert ist vom Flower Power Spirit. Nach 2 Jahren trennt sich die Band. What did you see and tell me? What you're looking for? What you're looking for? Nachdem sich meine erste Band auflöste, habe ich etwas die Orientierung verloren. Und ich weiß nicht, warum ich es tat, aber ich wurde ein Playboy-Bunny. Ich dachte, das macht Spaß, bringt vielleicht ein bisschen Geld, Glamour und Ruhm. Und so habe ich das dann für eine Weile gemacht. Drogen werden zum Problem. Ende der 60er zieht sie zurück nach New Jersey, besucht eine Kosmetikschule. Doch in der Provinz zu veröden, für Debbie keine Option. Sie färbt sich ihr Haar blond, kehrt zurück nach New York und schließt sich 1972 dem Girl-Trio The Stilettos an. Ich erinnere mich an meinen ersten Auftritt mit den Stilettos. Das war in einer kleinen Bar, gleich die Straße runter, wo wir auch geprobt haben. Ich glaube, es war in der 27. Straße und hieß The Bourbon Tavern. Einfach eine kleine, lustige Bar. Das hat großen Spaß gemacht und wir waren eine interessante Frauenkombination. Durch The Stilettos trifft Debbie Harry den 5 Jahre jüngeren Chris Stein. Keine Liebe auf den ersten Blick, erstmal nur Freundschaft. Nach 3 Monaten funkt es dann doch. Eine Liebes- und Geschäftsbeziehung beginnt. Zusammen mit ihm gründet sie 1974 jene Band, die Musikgeschichte schreiben wird, Blondie. The band was definitely both of them. Die Band, das waren definitiv beide. Sie waren fast immer zusammen, standen sich sehr nahe und bildeten eine Einheit. Mit Chris zusammenzuarbeiten war sehr einfach. Es war erstaunlich für mich, dass wir stundenlang zusammen sein konnten. Natürlich hatten wir unsere Differenzen und haben uns auch gestritten. Aber meistens haben wir unser Zusammensein genossen. Er hat einen guten Sinn für Humor. Und da war Leidenschaft. Wir hatten großartigen Sex. Was verlangt man mehr? Das CBGBs, berühmt-berüchtigter Geburtsort der New Yorker Punkszene. Wo heute teure Designerklamotten verkauft werden, ist ab 1973 das Mekka für das US-Punk-infizierte Publikum. Es war der Sommer 1975, als die Welt vom CBGBs erfuhr. Vor der Tür drängten sich die Massen und es konnten gar nicht alle Leute reingelassen werden, die die Band sehen wollten. Das war der Höhepunkt. Es war eine gute Zeit und man musste nur $3 Eintritt an der Tür zahlen, um die zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich besten Bands der Welt spielen zu sehen. Ein Wochenende im CBGBs heißt freitags und samstags The Ramones, Patti Smith, Talking Heads, Television oder Blondie. CBGBs war eine runtergekommene Bar, richtig widerlich. Die Toiletten waren total abgefuckt, es stank nach Alkohol und es war durch und durch Punk. Very Punk. Ich habe Chris und Debbie im CBGBs an der Bar kennengelernt. Wir haben uns direkt verstanden und Chris hat mir ein Bier ausgegeben. Sie lebten in der Nachbarschaft vom CBGBs, genauso wie ich, und alle hingen dort ab. Wir liefen nicht rum und haben gesagt, ich bin Punk oder New Wave, das ist albern. Die Musik war eine Art New York Rock'n'Roll. Der Begriff Punk ist für mich eine Art Etikettenschwindel. Die Szene hätte sonst wie heißen können. Man hätte sie Scheiße nennen können. Man hätte sie Gegenbewegung nennen können. Fuck off oder noch anders bezeichnen können. Zufällig kam zur selben Zeit das Punk-Magazin raus. Eine Zeitschrift, in der wir alle vorkamen und die von uns kreativ beeinflusst wurde. Und einige Journalisten machten aus uns die Punk-Szene, indem sie einfach pauschal sagten, oh, das ist die Punk-Szene.
Debbie Harry bricht als eine der wenigen Frauen in die chauvinistisch geprägte Punkwelt ein. Im Gegenzug zum sehr femininen Hippietum der 70er Jahre bereitet der sehr männliche Punk Künstlerinnen auf einmal den Weg, stark und selbstbewusst aufzutreten. Ich finde es heute noch schockierend, wenn ich mir vorstelle, dass sie bei Konzerten keinen Slip getragen und sich entblößt hat. Aber das ist was anderes, als wenn man eine Britney Spears ohne Slip sieht. Debbie machte das aus einer Punk-Gesinnung heraus. Es war rebellisch und weniger ein Spiel mit den Medien. Der steile Aufstieg von Blondie ist nicht aufzuhalten. Plattenindustrie und Presse sind längst aufmerksam geworden. Da ist eine Band mit Punk-Roots und mit was für einer Frontfrau. Blondie bekommen einen Plattenvertrag und bringen 1976 die erste Scheibe raus. Damit beginnt Debbie Harrys Siegeszug als Role Model. Wir sind im Whiskey in Los Angeles aufgetreten. Und in den ersten paar Nächten spielten wir mit unseren knackigen Hosen, schmalen Schlipsen und hautengen Klamotten vor einem Publikum, das bunte, lange Hippie-Kleidung trug. Schlaghosen mit breiten Gürteln und riesige T-Shirts, von oben bis unten mit Blumen bedeckt. Und dann, einige Nächte später, begannen sie auf einmal wie wir auszusehen. Es hat richtig Klick gemacht. Es war, als wenn man einen Schalter umgelegt hätte. Als nächstes erobern Blondie Großbritannien und wechseln sogar zu einem britischen Label. Zuerst liebten die New Yorker Blondie, denn dort wurden sie als erstes bekannt. Aber Debbie und die Band hatten ihre ersten großen Hits in England. Erst mit dem Album Parallel Lines wurden sie ein internationaler Act. Doch ihre ersten Plattenverkäufe und Charterfolge hatten sie in England. Und dort brach die Blondie-Mania aus, bevor sie auch die USA erreichte. Blondie ist eine Band, ein Team. Doch bereits von Beginn an konzentriert sich alles auf Debbie Harry. Presse und Fans reißen sich einzig um sie. Eigentlich sah man nur sie, es war unmöglich wegzusehen. Man hat gar nicht begriffen, dass da noch eine Band war. Sie verteilten sogar Anstecker, auf denen stand, Blondie ist eine Band. Die meisten Leute glaubten, Debbie wäre Blondie und die Band nur eine Hintergrundkapelle. Sie allein kommt auf die Zeitungscover. 1980 auf das Titelblatt des Penthouse. In Männermagazin untypischer Verpackung. Sex bedeutet für mich Energie. Und Debbie bis zum Nacken komplett in Schwarz gekleidet auf dem Cover des Penthouse-Magazins. Aber der Sex war hier. Mit einem Gesicht wie diesem musste sie sich nicht ausziehen, um Sexualität heraufzubeschwören. Der Bandfreund Glenn O'Brien startet 1978 eine Talkshow der besonderen Art. Co-Moderator ist Debbies Partner Chris Stein.
Die Sendung TV Party schockiert mehrere Jahre lang das Publikum des New Yorker Kabelfernsehens. Und Debbie Harry ist ständiger Gast in der Show. Ich rief Chris an und sagte, lass uns eine Fernsehshow machen. Ich wusste, dass Chris es liebte, sich verrückte Sendungen anzugucken. Und er machte sofort mit. Und so ging für 4 Jahre die TV-Party auf Sendung. Und wir holten all unsere Freunde in das kleine Studio. Hi, Glenn. Hi. It's Coco. Hi. We all know that it's Debbie Harry. Thanks. Very, really good. That, can I see something? Yeah. Oh, you know. Good going. Wir hatten nur 2 Kameras. Ich machte Effekte, während ich zwischen den Kameras wechselte, schrieb verrücktes Zeug auf dem Bildschirm. Alle waren total zugedröhnt. This is the Fogo stick. Can Das war die reinste Anarchie. Auch musikalisch, denn Blondie wagt nun den Flirt mit der Disco-Musik. Mit Heart of Glass sind sie 1979 erstmals auf Platz 1 der US-Charts und mitten im Kampfgebiet zwischen Disco und Punk. Dass eine New Wave Band, die aus dem CBGBs und den New Yorker Punkclubs kam, auf einmal Disco-Musik machte, wurde als Verrat verstanden. Ich glaube, das war ein cleverer Schachzug, um ihre Karriere voranzuschieben. In gewisser Weise war es auch eine Rebellion gegen den Punk, da die Punk-Szene große Vorurteile gegen die Disco-Musik hatte. Die Sängerin und Poetin Patti Smith, Debbie Harrys größte Widersacherin. Beide kommen aus der New Yorker Punk-Szene. Aber ihr jeweiliges Image könnte gegensätzlicher nicht sein. Eine Jeanne d'Arc in maskuliner Verpackung versus blonde Sexbombe. Es war nicht so, dass wir gegeneinander gekämpft hätten. Wir lebten einfach in 2 völlig verschiedenen Welten. Ich glaube nicht, dass Patti und Debbie überhaupt eine Beziehung hatten. Angeblich hat Patti gesagt, diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Und kurz danach ist sie nach Detroit gegangen. Anfang der 80er ist die Band Blondie auf dem Höhepunkt ihres Erfolges. Unbekümmert mischen sie Musikstile und Genres und bringen sie in den Pop-Mainstream ein. Mit The Tide is High nehmen sie sich den Reggae vor. Wenn sich jemand darüber aufregt, dass ein Künstler aus einem Musikgenre kommt und dann in ein anderes wechselt, dann ist das naiv. Und so funktioniert das auch nicht. Musiker orientieren sich immer an geografischen Linien, an Sprache, an Alter, an Geschlecht und an Hautfarbe. Immer. In den Straßen New Yorks findet Blondie neues Musikmaterial. Und Debbie Harry knackt das nächste chauvinistische Musikgenre, den immer populärer werdenden Rap. Debbie Harry und ihre Band waren befreundet mit Fab Five Freddy. Er war Künstler und Förderer von Hip-Hop und Rap. Und er brachte sie mit der Rap-Szene in Kontakt. Chris Stein und Debbie waren so offen dafür, dass sie die Musik berührt hat. Deshalb schrieben sie The Rapture, fast ausschließlich aus Anerkennung für Freddy. Aber sie haben auch aus erster Hand genug von dieser Kultur aufgesogen, um einen glaubwürdigen Song zu machen. Musik
Rapture ist der erste Song mit Rap-Elementen, der 1981 auf Platz 1 der US-Charts landet. Ich halte mich nicht für einen Rapper und habe mich auch niemals so bezeichnet. Ich wäre eine Idiotin, wenn ich das tun würde. The Rapture war eine aufrichtige Einführung des Rap in die Sensibilität der Popwelt. Und es hat funktioniert. 1981 schockt Debbie Harry ihre Fans. Sie bringt das Soloalbum Cuckoo raus. Äußerlich und musikalisch ein radikaler Imagewechsel. Die Gerüchteküche brodelt, ob sie bei Blondie aussteigt, denn dort kriselt es schon seit längerem. Ständig aufzutreten und zu touren ist harte Arbeit. Genauso wie sich mit den anderen Bandmitgliedern auseinanderzusetzen, die plötzlich glauben, sie seien große Stars. Du musst immer 5 andere Leute überzeugen und das ist schwierig. Ich glaube, sie hatten große geschäftliche Probleme, ein schlechtes Management, eine schlechte Zeit, schlechte Absprachen, vielleicht keine gute rechtliche Beratung und schlechte Verträge. Auf dem Höhepunkt der Karriere 1983 wirklich das Aus für Blondie. Chris Stein erkrankt an einer lebensbedrohlichen Krankheit. Debbie Harry kümmert sich um ihren Partner. 2,5 Jahre kämpft er um sein Leben. Chris war sehr, sehr abgemagert. Ich dachte, er würde sterben. Gott sei Dank hat er es geschafft. Und es geht ihm heute gut. Die Presse macht daraus, Debbie hätte ihre Karriere für Chris aufgegeben. Es ist schwer, das Ganze objektiv zu betrachten, denn es hat so viel nach sich gezogen. Aber wir sind uns immer noch so nahe wie vorher. Wenn sie krank geworden wäre, hätte ich mich auch um sie gekümmert und auf sie aufgepasst. Das Ganze wurde von den Medien aufgeblasen. Als Debbie nach 3-jähriger Karriereauszeit zurück ins Popbusiness will, scheint erstmal kein Platz mehr für sie zu sein. Andere Künstlerinnen haben sie abgelöst. Als hätten Hunderte ihren Punk Marilyn Monroe-Style genommen und wären damit weggerannt. Kim Wilde, Madonna, Courtney Love, Gwen Stefani oder auch Lady Gaga. Seit den 80ern inspiriert ihr Blondie-Look. God bless Madonna and Lady Gaga, but Gott segne Madonna und Lady Gaga. Aber so schön sie auch sind, as beautiful as they are, sie sind nicht Debbie. Jedenfalls nicht die Debbie der späten 70er und frühen 80er Jahre, die die göttlichste weibliche Kreatur war, die jemals in die Rock'n'Roll-Welt hinabgestiegen ist. Mit ihrer Solo-Karriere kann sie nicht an die alten Blondie-Erfolge anknüpfen. Nur einige wenige Lieder schaffen es in die höheren Chartpositionen. Immer öfter wechselt Debbie Harry jetzt von Vinyl zu Zelluloid. Bereits Ende der 70er Jahre steigt sie ins Filmgeschäft ein, spielt in über 40 TV- und Kinofilmen mit. 2002 in Jonas Akerlunds Spun. Fuck the smokes! What I want is respect from you bitches! Respect is earned, mudflap. Standing there screaming at these women is no way to earn any respect. These aren't women. These are my fucking bitches, bitch! Wow, man, look at that. Some of them dykes are pretty goddamn good, huh? You girls okay? Yeah. I don't like resorting to violence, but men, they're evil. They need healing. Mm-hmm. Kiss for the beer. Okay. Have a nice day. You too. You too. Ich habe mich immer mehr als Schauspielerin denn als Sängerin gesehen. Obwohl ich die Musik immer geliebt und immer gemacht habe. We've been talking about it for weeks and now the day has finally come. Blondie is back. Womit niemand rechnete. 1999 legen Blondie ein sagenhaftes Comeback hin. Mit dem Album No Exit und der Single-Auskopplung Maria.
she's fucked up. Er ist ein alter Mann. Wir sind lange miteinander klargekommen. Wir haben eine geistige Verbindung. Kleine Seitenhiebe unter Freunden. Denn ein Paar sind sie schon längst nicht mehr. Musikalisch jedoch umtriebig wie eh und je. 2011 bringen sie ihr neuestes Blondie-Album Panic of the Girls auf den Markt. Der nächste Coup jener Popgöttin, die, dem Punk sei Dank, weibliche Reize ganz offensiv zur Waffe werden ließ. Mit weiblichen Reizen hat auch Britney Spears nicht gegeizt. Neben den Hits, die sie gelandet hat. Ob sie die Queen of Pop wird, entscheiden ganz allein sie. Per Mausklick auf arte.tv.